Waghalsige Sprünge haben sie berühmt gemacht. Die Klippenspringer gehören zu Acapulco, ebenso wie launige Bänkelsänger und lange Sandstrände. Das Klischee von der Perle am Pazifik scheint für die Touristen noch zu stimmen. Doch in dem munteren Lied geht es in Wahrheit um schaurige Morde der Drogenmafia. Wie uns ein Lokaljournalist erklärt, solche Gesänge würden Narco-Corridos genannt. Dieser Mann singt über einen berühmten Auftragsmörder der Drogenbarone. In Acapulco gibt es viele solcher Narco-Corridos. Mexiko wird von einem blutigen Drogenkrieg erschüttert und betroffen ist das ganze Land. Unsere Reise zu den Tatorten beginnt hier in Acapulco. Misael hat die Gewalt in seiner Stadt hautnah miterlebt. Sein Kollege Amado Ramirez ging diese Straße entlang und wurde kurz bevor er sein Auto erreichte, hier kaltblütig erschossen. Seit 2006 sind in ganz Mexiko 17.000 Menschen dem Drogenkrieg zum Opfer gefallen. Amado war einer von ihnen. Misael zeigt uns noch, wie sich sein Freund ein paar Meter weiter in einen Hoteleingang schleppte. Dort brach er zusammen. Fast 50 Journalisten wurden in den letzten 10 Jahren umgebracht. Mexiko gilt als eines der gefährlichsten Länder für Berichterstatter. Amado Ramirez musste sterben, weil er die Drogenkartelle öffentlich kritisierte. Da ist sich Misael Havanna sicher. Eine Stunde vor dem Mord haben Amado und er eine beliebte Radio-Talkshow moderiert. In der Sendung hätten sie die Verwicklung der lokalen Polizei in die Kokaingeschäfte angesprochen. Seitdem werde ich ständig bedroht. Schon 5 Stunden nach dem Tod von Amado erhielt ich einen anonymen Anruf und die Stimme sagte, der Auftrag ist noch nicht abgeschlossen, es fehlt noch einer. Für Hollywood-Größen und US-Amerikaner war Acapulco lange Zeit der Inbegriff von Luxus und Urlaubsparadies. Doch der Lack ist längst ab und nun liefern sich in der Hafenstadt Rauschgiftkartelle wilde Schießereien. Das ist nicht gut für die Reputation. Das spürt man vor allem in einstigen Edelhotels wie etwa dem Flamingo. Es gehörte einmal dem Tarzan-Darsteller Johnny Weissmüller. Jetzt erinnern nur alte Fotos und Plakate an glorreiche Zeiten an der Liane. Im Hotel herrscht gähnende Leere. Touristen aus dem Ausland meiden Acapulco in Scharen. Der alte Manager Adolfo González erzählt wehmütig von vergangenen Zeiten, als Johnny Weissmüller hier mit seinen Janes wilde Partys feierte. Das Flamingo war ein Tummelplatz der High Society. Nun sorgt der Drogenkrieg nur noch für schlechte Schlagzeilen an der traumhaften Steilküste. Natürlich leidet der Tourismus unter der Gewalt. Die Menschen im Ausland haben nun Angst, hierher zu kommen. Für unsere Kameras demonstriert die lokale Polizei gerne, dass sie alles im Griff hat. Doch das Gegenteil scheint wohl der Fall zu sein. Mexikos Polizisten sind schlecht bezahlt und gelten als hochkorrupt. Sie verdingen sich oft bei einem der großen Drogenkartelle, um noch ein paar Pesos dazu zu verdienen. Bei den abendlichen Straßenkontrollen gehen ihnen nur kleine Fische ins Netz. Damit wird man der Gewalt nicht Herr. Doch Acapulcos Polizei behauptet tapfer, dass in der Stadt Ruhe und Ordnung herrsche. Bueno, hemos tenido muy buenos resultados.
Wir haben mit unseren Kontrollen sehr gute Ergebnisse erzielt. Die Verbrechenszahlen sind deutlich zurückgegangen. Und das ist auch ein Ergebnis unserer Arbeit. Voller Stolz werden uns auch die Kontrollzentren in der Stadt vorgeführt. Hier werden die zentralen Ausfallstraßen überwacht. Doch die Wirklichkeit ist eine andere. In Acapulco liefern sich Kartelle einen blutigen Verteilungskampf. Die Stadt und ihr Hafen sind für die Mafiosi als Umschlagplatz für Drogen überaus wichtig. Wir sind intensiv damit beschäftigt, diese Welle der Gewalt einzudämmen. Wir wollen erreichen, dass Acapulco für seine Bewohner, aber auch für die vielen Besucher wieder sicherer wird. Nein, ich habe kein Vertrauen in die Polizei. Polizei bedeutet in Mexiko meist organisiertes Verbrechen. Die Straßenkreuzung La Garita ist in Acapulco berühmt berüchtigt. Hier kam es zu einer wilden Schießerei zwischen Polizei und Drogenhändler. Hier an dieser Ecke haben die Beamten die Autos mit Handgranaten angegriffen. Dann geriet die ganze Situation außer Kontrolle. Die Schießerei dauerte an dieser vielbefahrenen Verkehrskreuzung mehrere Stunden. Bilder wie aus einem Gangsterfilm. Mehrere Tote waren am Ende die traurige Bilanz dieser blutigen Konfrontation. Kein Wunder, dass die Schlacht an der Straßenkreuzung mittlerweile in einem Narco-Corrido besungen wird. La Garita heißt das Lied der Gruppe Fiesta 85 und in ihm wird von diesem blutigen Tag erzählt. Die Gewalt betrifft das ganze Land, aber wir hier in Acapulco haben eine sehr blutige Phase miterlebt. Und deswegen haben die Menschen sehr viel Angst. Solche Bilder tauchen später im Internet auf. Die Drogenmafia benutzt Portale wie YouTube für ihre Botschaften. Gezeigt werden Morde, Entführungen, Folterungen. Das Vorbild scheint der Irak zu sein. Und unterlegt wird das Ganze mit launiger Musik. Noch schreiben Michael Havanna und seine Kollegen über die Welle der Gewalt, aber der 53-jährige Journalist denkt darüber nach, nach Kanada auszuwandern. Es bringt mich innerlich fast um, wenn ich darüber nachdenke, mit welcher Angst meine Familie leben muss und dass ich sie nicht beschützen kann. Das ist für mich sehr, sehr schwierig. Und so haben nur die schaurigen Gesänge über die letzten Morde in Acapulco Hochkonjunktur. Auch wenn das Häuflein Touristen die Botschaft meist nicht versteht, so ist sie doch unmissverständlich. Mit der einstigen Perle am Pazifik geht es derzeit ziemlich bergab. Wir reisen weiter in die Kapitale des Landes, nach Mexiko-Stadt. Seit der konservative Präsident Felipe Calderón bei seinem Amtsantritt 2006 den Kartellen den Krieg erklärt hat, eskalieren die Auseinandersetzungen. Calderón hat in ein Wespennest gestochen. In Mexiko-Stadt nimmt die Zahl der Entführungen rasant zu. Die Kartelle beschränken sich nicht nur auf den Drogenhandel. Und so leiden auch die Bewohner der Hauptstadt unter zunehmender Kriminalität. Jeden Morgen machen sie sich auf den Weg, eine verzweifelte Mutter und ihre Familienangehörigen. Sie suchen nach dem 29-jährigen Juan Luis Garcia, der seit 2 Monaten verschwunden ist. Sie kleben Fotos von ihm an Masten und fragen in der Nachbarschaft nach,
Der junge Mann, der in einem Restaurant als Buchhalter arbeitete, ist wohl entführt worden. Seit Wochen warten sie auf ein neues Lebenszeichen. Bei der Suche sind sie ganz auf sich allein gestellt. Wir sind den ganzen Tag unterwegs. Überall schauen wir nach, auch in Krankenhäusern. Es geht weiter in einer der Markthallen, immer in der Hoffnung, dass der Entführte von einem gesehen wurde. Die Familie von Maria weiß, wer in Mexiko zu einem Opfer von Verbrechen wurde, der ist meist auf sich allein gestellt. Ihnen hilft nur Gottvertrauen, denn von irdischen Behörden wie der Polizei können Sie nicht viel erwarten. In einem ärmlichen Viertel von Mexiko-Stadt lebt die Familie. Die Welle der Kidnappings hat alle Schichten erfasst. Maria hoffte vergeblich auf eine Expressentführung. Dabei werden die Verschleppten meist nach ein paar Stunden gegen ein Lösegeld freigelassen. Das tut sehr weh. Seit er verschwunden ist, wissen wir nicht, wie es ihm geht, ob er krank ist. Immer wieder demonstrieren die Menschen massenhaft gegen die Kriminalität. Bei Entführungen hat Mexiko den Irak und andere Länder längst überholt. Viele Menschen melden die Kidnappings nicht, weil sie der Polizei misstrauen. Auch die Familie des entführten Juan Luis verlässt sich mehr auf ihre Flugblätter. Das Schlimme ist, dass wir nun schon so lange nichts mehr von ihm gehört haben. Die Menschen sind mit den Nerven am Ende. Fast jeder hier kann eine Geschichte von Gewalt und Verbrechen erzählen. Der Staat scheint ohnmächtig zu sein. Die Polizei zeigt im lokalen Fernsehen gerne Clips von erfolgreichen Einsätzen ihrer Spezialeinheiten. So will man das Image aufpolieren. Studien zeigen aber, dass die Polizei selbst in jeden sechsten Entführungsfall verwickelt ist. Bei den Verantwortlichen weiß man darum, Korruption und Inkompetenz haben die Staatsorgane von innen ausgehöhlt. Es gibt schlechte Elemente bei uns in der Polizei. Unsere Aufgabe muss es sein, sie zu finden, sie zu bekämpfen und sie notfalls auch ins Gefängnis zu stecken. Sie ist in Mexiko mittlerweile eine Berühmtheit. Maria Isabel Miranda nahm, als ihr Sohn entführt wurde, die Ermittlungen selbst auf. Die Frau aus einer wohlhabenden Familie hat auf Postern dokumentiert, wie sie den Tätern auf die Spur kam. Es ist auch ein Dokument der polizeilichen Unfähigkeit. An einem Julitag wurde ihr Sohn Hugo verschleppt und schon bald darauf ermordet. Über die letzten Anrufe auf seinem Handy konnte Maria recherchieren, in welchem Viertel die Antennenmasten der Telefonfirma standen. Und durch weitere Nachfragen fand sie bald dieses Haus, in dem ihr Sohn gefangen gehalten wurde. Sie informierte die Polizei, doch die unternahm nichts. Später wurde ihr klar, warum. Der Chef der Entführerbande war selbst Polizist. Es ist sehr schwer für mich, hier zu stehen, denn hinter dieser Tür ist mein Sohn ermordet worden. Maria Miranda hat mittlerweile Leibwächter. Sie erhält ständig Morddrohungen. Den organisierten Banden ist sie ein Dorn im Auge. An dieser Straßenkreuzung erklärt sie uns, wie sie zusammen mit ihrem Bruder einen der Entführer überwältigen konnte, obwohl der bewaffnet war. Die Geschichte der Maria Miranda lässt einen sprachlos. Es gibt eine große Unfähigkeit in unserer Polizei. Und dann kommt die Korruption hinzu. Die Polizisten machen mit den Banden oft gemeinsame Sache. Wenn du in Mexiko als Bürger Gerechtigkeit willst, musst du sie selbst suchen. Dann musst du selbst die Untersuchungen anstellen. Die
Die mexikanische Gesellschaft ist hochgradig verunsichert. Seit 4 Jahren wird sie von einer Gewaltwelle erschüttert, wie man sie früher nur aus Ländern wie Kolumbien kannte. Bei Veranstaltungen für den Frieden, wie hier an der Universität von Mexiko, wird Maria Miranda gerne als Rednerin eingeladen. Sie verkörpert Mut und Zivilcourage, Eigenschaften, die die mexikanische Gesellschaft jetzt vor allen Dingen braucht. Ich möchte noch einmal dem Promotor dieses Tages, Dr. Otón Pérez, Dann lässt Maria eine Taube als Erinnerung an ihren umgebrachten Sohn in den Himmel fliegen. Sie und viele andere Familien haben einen hohen Preis für den blutigen Krieg, der in ihrem Land tobt, zahlen müssen. Maria Miranda ist eine Symbolfigur für viele Mexikaner. Wenn sie Interviews gibt, dann ist das immer auch eine Anklage gegen die Unfähigkeit der Behörden. Ja, für die Verantwortlichen war der Fall von Frau Miranda wie eine Alarmsirene. Er hat gezeigt, was bei uns falsch läuft. Das Vertrauen in die Polizei sinkt rapide. Privatfirmen bieten Hilfe an. Diese hier will Sicherheit per Satellit schaffen. Dem Kunden wird ein winzig kleiner Sender eingesetzt. Im Entführungsfall kann er dann durch einen Satelliten geortet werden. Der Chip besitzt die persönliche Kennung seines Trägers. Jeder Kunde erhält eine bestimmte Nummer. Im Entführungsfall muss dieser Chip dann mit einem externen GPS-Gerät aktiviert werden. Die Firma glaubt, dass der Betroffene in den ersten Minuten eines Kidnappings dies noch tun kann. Erkannt werden will hier keiner, aber das Geschäft boomt. Knapp 2000 Mexikaner laufen schon mit solchen Implantaten herum. In einem Kontrollraum wird rund um die Uhr die Lage der Kunden beobachtet. 2000 Euro kostet dieser Dienst jährlich. Ja, anteriormente ya no es una clase específica, una clase socioeconómica específica. Früher haben sich nur ganz Reiche an uns gewandt, aber jetzt kommen unsere Kunden auch aus der Mittelschicht, weil die Lage so brisant ist. Für die Familie von Maria de la Paz bleibt nur die Hoffnung und die tägliche Suche. Bis in den Abend streifen sie durch Mexikos Stadt, sprechen Passanten an und verteilen ihre Flugblätter. Ich muss doch meinen Sohn finden. Er bleibt mein Sohn und das gibt mir Kraft. Viele Bürger Mexikos fühlen sich alleingelassen. Sie glauben, dass sie sich nur noch selbst helfen können. Denn ihr eigener Staat erscheint ihnen als zu schwach und zu korrupt. Wir fliegen weiter in den Norden, in den Bundesstaat Sinaloa. Unterwegs sind wir mit Heereshubschraubern. Weil die Polizei so korrupt ist, hat Mexikos Präsident Calderón die Armee in den Kampf gegen die Drogenmafia geschickt. Über 40.000 Soldaten. Diese Strategie gilt als sehr umstritten. Was wird der Präsident machen, wenn auch seine Soldaten durch die Kartelle korrumpiert werden? Einsatzbesprechung in den Feldern von Sinaloa. Mexiko ist Drehscheibe für den Schmuggel von Kokain aus Kolumbien, aber selbst auch Hersteller großer Mengen von Marihuana und synthetischen Drogen. Unsere Mission hier ist es, Marihuana-Pflanzen zu vernichten. Solche Operationen sind für uns fundamental, denn diese Anpflanzungen sind doch die Grundlage für dieses gesamte illegale Geschäft.
las actividades ilícitas en el contrabando y en la cosecha, en la siembra del enervante. Der Anbau und Schmuggel von Marihuana macht für die mexikanischen Kartelle mehr als die Hälfte ihres Umsatzes aus. Oft zwingen die Kartelle die Bauern zur Massenproduktion. Für unsere Kamera demonstrieren die Soldaten höchste Einsatzbereitschaft, aber oft kommen sie in dem unwegsamen Berggelände zu spät. Dann zeigt uns das Einsatzkommando ein Depot mit beschlagnahmtem Rauschgift. Die Drogenkartelle setzen jährlich etwa 23 Milliarden US-Dollar um. Für Mexiko ist dieses kriminelle Geschäft ein Wirtschaftsfaktor. In einem Tresor würde das beschlagnahmte Kokain aufbewahrt, erklärt uns diese Dame, weil das doch erheblich teurer sei als das lokal hergestellte Marihuana. Es geht um Geld, sehr viel Geld, und deshalb meinen Kritiker, der Präsident müsse die Finanzströme der Kartelle stoppen und nicht nur die Armee schicken. Wir finden die Drogen in allen möglichen Orten, etwa in den Konsolen von Autos, aber auch vergraben auf Grundstücken in Haciendas und anderen Wohnhäusern. In der Halle nebenan gibt es Waffenfunde zu besichtigen, eine groteske Kollektion. Wir sehen verzierte Pistolen mit einer Jesus-Christus-Figur am Abzug und auch vergoldete Maschinenpistolen. So werden regelrecht Gewaltorgien zelebriert. Das sind eindeutig Produkte dieser Narkokultur. Ich kann Ihnen auch nicht erklären, wo das herkommt, aber es ist eine schlechte Kultur, es ist eine Schande. Draußen sehen wir noch einen ganzen Fuhrpark voller beschlagnahmter Luxusfahrzeuge. Die Drogenkartelle können sich alles kaufen und sie haben den Staat schon längst unterwandert. Wir fliegen weiter nördlich in die Sierra Madre. Einer der berühmtesten Züge der Welt fährt hier, der Chepe. Vom tropischen Pazifik klettert er 2300 Höhenmeter hinauf in die Berge. Ab 1961 transportierte die Bahn Rohstoffe wie Kupfer und Gold aus den Minen des mexikanischen Hochlandes. Heute dient sie vor allem dem Tourismus. 39 Brücken und 87 Tunnel. Der Chepe überquert weite Talsperren und wilde Schluchten, die Barrancas del Cobre, die Kupfercanyons. Zweimal am Tag hält der Zug an den Bahnhöfen, zweimal am Tag macht er Hoffnung, vor allem den Tarahumara-Indianern. Ihre Frauen bieten Kunsthandwerk an, aber schon seit Monaten bemerken sie, dass etwas nicht stimmt. Immer weniger Touristen steigen aus, immer weniger Käufer für Körbe und Schmuck. Früher genossen noch Hunderttausende von Besuchern die spektakulären Aussichten. Damit ist es nun vorbei. Jetzt kommt nur noch eine Handvoll Touristen. Das hat mich eigentlich immer interessiert hier. Schöne Landschaft und Barranca del Cobre mit der Eisenbahn, das ist schon sehr amazing. Beeindruckend. Beim nächsten Haltepunkt im kleinen Ort Kriel versteht man, warum die Besucher ausbleiben. Auch hier tobt der Drogenkrieg. Vor dem Rathaus demonstrieren die Bürger fast täglich. Sie können ein Massaker nicht vergessen. 2008 hat die Drogenmafia willkürlich 13 junge Männer erschossen. Ich will Gerechtigkeit. Ich habe keine Angst vor ihnen. Mehr als töten können sie mich nicht. Das haben sie schon getan, als sie meinen Sohn feige ermordet haben. Esos culos no sirven para nada. Esos
Die Polizisten Ersche machen gar nichts, nichts. Sie sind von der Mafia gekauft. Hier herrscht Korruption bis ganz oben. Willkommen im Dorf des Todes und der Korruption, steht auf dem Banner. 13 Söhne haben sie massakriert. So protestieren die Dorfbewohner an den Gräbern der Ermordeten. Für eine Mutter ist es sehr schmerzhaft, einen Sohn zu verlieren, und das auf diese Weise. Eine Mutter denkt immer, dass sie vor ihren Kindern sterben wird. Der Tod kam so unerwartet. Ich frage mich immer, ob er es jetzt gut hat, ob das Paradies auch wirklich existiert. Wir versuchen selbst etwas zu tun, mit Demonstrationen, Protestaktionen. Wir fordern Gerechtigkeit. Die Schuldigen müssen verhaftet werden. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht. Die Mörder sind immer noch nicht gefasst. Deswegen treffen sich 13 Familien jeden Sonntag auf dem Friedhof. Jeder soll sie sehen, ihre Trauer, ihre Wut. Einer der jungen Männer war gerade Vater geworden. Die Mörder haben auch sein Baby erschossen. Edgar hieß der Kleine wie sein Vater. 12 junge Männer und ein Baby. Die Drogenmafia hat sie alle auf dem Gewissen. Wir sind im nördlichen Bundesstaat Chihuahua. Auch durch Creel werden Drogen Richtung Norden in die USA transportiert. Seit Monaten kämpften zwei Clans um das Territorium. An einem Samstag im August kamen sie ins Dorf und trafen auf eine Gruppe Jugendlicher vor einer Tanzhalle. Sie begannen blind um sich zu schießen. Warum, weiß bis heute niemand. Pater Javier war der Erste am Tatort und blieb stundenlang der Einzige. Er machte die Fotos für den Staatsanwalt und sicherte die Spuren. Pero no vi, fue cuando estaba yo contando, me dijeron falta uno. Y vine a verlo y estaba el papá. Hier lag der Vater, der sein Kind zu schützen versucht hatte. Ich fand es unter ihm mit einem Kopfschuss. Hacia arriba. La cara levantada con un balazo en la cabeza, si no me equivoco. Y todos los demás cuerpos aquí. Und hier in diesem Bereich lagen all die anderen, die sie umgebracht haben. Donde pusieron ahora este. Seitdem predigt der Pater den Protest. Sie können euch töten, sagt er, aber nicht brechen. Die Beerdigung war der Auftakt zum Protest. Seitdem wird im Haus von Luz Galdian jeden Sonntag eine extra Portion Tortillas gebacken, in Erinnerung an den Sohn Luis Daniel. ¿Cómo pudo pasar eso? Porque... Ich begreife es nicht. Unsere Söhne waren sauber, keine Drogen. Studenten einfach. Und auf einmal kommen Verbrecher hierher und die Regierung lässt uns allein. Warum nur? Warum? Luz bringt ihre Tortillas auf den Friedhof. Das öffentliche Picknick ist nicht nur stiller Protest, es dient dem gegenseitigen Trost. Es ist der Mut der Verzweifelten, der an den Gräbern ihrer Kinder entsteht. Einheimische Journalisten trauen sich kaum hierher. Sie werden massiv von den Drogenclans bedroht. Deswegen hält Yuri alle Aktionen der Bürger fest. Sie haben Straßen gesperrt, Mautstellen besetzt und sogar den Zug blockiert, 4 Stunden lang. Sie verlangen Gerechtigkeit und vor allem Sicherheit. Ich lege ein Archiv für unsere Protestbewegung an. Eine Chronik von allem, was wir hier tun. Sonst würde auch das Massaker von Creel totgeschwiegen. Zu verbreitet ist die Korruption. In einem der Mafia-Clans vermuten wir Leute, die vorher hier als Polizisten waren. Wer sich in dem Milieu auskennt und da mehr verdienen kann, der macht mit. Geben Sie einem jungen Mann ein schönes Auto, eine Waffe, dann kann er anderen Angst machen, sich wichtig fühlen. Das ist so leicht. Angst machen, das versuchen sie auch bei Anna, der Friseurin, und ihrer Schwester Gloria. Auch ihre beiden Söhne sind ermordet worden. Wir sind arm und unwichtig, deswegen werden die Täter nicht verfolgt.
Wir werden uns weiter wehren, mit Aktionen, die der Regierung wehtun. Am nächsten Morgen lädt uns Gloria in ihre Schule ein. Bei minus 4 Grad ist Holzschleppen das Lieblingsfach der Siebenjährigen. Gloria spricht viel mit ihnen über ihre ermordeten Brüder und Onkel, über die Folgen von Gewalt. Die einen haben getötet und die anderen, die waren traurig, mussten weglaufen und weinen, antworten die Kinder. Deinen Onkel Tito haben sie getötet, nicht wahr? Ja, und den mochte ich besonders gern. Er hat mir Kassetten geschenkt und 50 Pesos. Brav beten wollen die Kinder um den Frieden, aber das allein hilft nicht, bringt ihnen Gloria bei. Wir Angehörigen haben jetzt beschlossen, keine Steuern mehr zu zahlen, bis die Schuldigen festgenommen sind. Wir kämpfen für unser Dorf und vor allem für das Wohl der kleinen Kinder, damit sie nicht mit dieser Gewalt aufwachsen müssen. Kreel soll wieder so werden, wie es war, voller Frieden. Angst haben wir nicht mehr, sagen sie uns in Kreel. Man hat uns getötet, als sie unsere Kinder umbrachten, 12 junge Männer und ein Baby. Mit diesen eindrücklichen Worten im Kopf verlassen wir die kleine Ortschaft und machen uns auf den Weg dorthin, wo der Drogenkrieg am heftigsten tobt, an der Grenze Mexikos zu den USA. Die Grenzstadt Ciudad Juárez ist mittlerweile zur gefährlichsten Stadt der Welt aufgestiegen. 2500 Menschen sind allein hier in einem Jahr dem Drogenkrieg zum Opfer gefallen. An der Grenze zu den USA tobt ein mörderischer Verteilungskampf zwischen den Kartellen. Die Leichen tauchen in Juárez meistens vormittags auf. Die Journalisten kennen dieses ungeschriebene Gesetz der Drogenkartelle. Die Opfer werden dann im Stundenrhythmus geborgen. Immer wieder klingelt bei Reporter Martin Alferez das Telefon, ein neuer Tatort. Es herrscht Krieg in Juárez. In den 4 Tagen, in denen wir den Reporter begleiten, sterben 40 Menschen. Sie werden Opfer der Rauschgiftbanden, die sich um die besten Transitrouten Richtung USA bekriegen. Es ist völlig normal, dass täglich 4 bis 5 Leichen gefunden werden. Seit Anfang dieses Jahres eskaliert die Situation. Die 2-Millionen-Stadt, direkt an der US-amerikanischen Grenze, lebt in Angst. Militär schützt die Krankenhäuser, weil die Auftragsmörder ihre Opfer bis in den OP verfolgen. Juárez, eine Stadt im Belagerungszustand. Fast jeder ist betroffen, auch die Familie von Reporter Martin. Er geht mit seiner Schwester Patricia an die Stelle, wo ihr ältester Sohn Alonso mit Folterspuren tot aufgefunden wurde. Er war Drogendealern in die Quere geraten, obwohl er mit deren Geschäften nichts zu tun hatte. Wir haben nur noch Angst. Es trifft ja auch völlig Unschuldige wie meinen Sohn. Es ist immer noch unbegreiflich. Mein Neffe war ein guter Junge. Er hatte nichts mit Drogen zu tun. Nun bleiben nur noch Erinnerungen an Alonso. Der 22-Jährige war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Jederzeit kann man in einen Schusswechsel geraten. Deswegen verlassen die Bewohner abends kaum noch ihre Häuser.
Der Schmerz geht einfach nicht weg. Ich kann ihn nicht vergessen. Die Grenze macht Juarez zur gefährlichsten Stadt der Welt. Hier werden zig Tonnen von Kokain in die USA geschmuggelt, dem größten Abnehmermarkt weltweit. Die örtliche Polizei von Juarez scheint völlig überfordert. Ihr ehemaliger Chef sitzt wegen Drogenhandels selbst in den USA im Gefängnis. Und die Beamten, die nicht korrupt sind, werden bedroht und ermordet. Kein Wunder, dass fast 100 Polizisten mittlerweile ihren Job aufgegeben haben. Ich denke auch daran, wegen meiner Familie. Ich will sie nicht länger diesem Risiko aussetzen. Und auch in Juarez treffen wir sie, die mutigen, couragierten Frauen. Lorenza Magana engagiert sich für Verschwundene und sie hat Berge von Akten in ihrem Haus, in denen sich viele Einzelschicksale verbergen. Fälle von Verschwundenen, die niemals aufgeklärt wurden. Das hängt mit einer groben Nachlässigkeit zusammen, dem Mangel an Untersuchungen durch unsere Behörden. Die haben in Wahrheit keinen Fall eines Verschwundenen wirklich untersucht. Und dann gehen Lorenza und der Reporter Martin Alferez zu einem unheimlichen Ort irgendwo in Juarez. In dieser unscheinbaren Nachbarschaft wurde hinter diesem Tor ein Massengrab von rund 50 Leichen gefunden. Bislang konnte weder die Identität der Toten noch ein mögliches Motiv aufgeklärt werden. Natürlich denkt man in Juarez sofort an die Kartelle und stößt bei Nachfragen auf große Verschwiegenheit. Für Lorenza und auch den Reporter Martin ist das trauriger Alltag. An Aufklärung haben in dieser Stadt nicht viele wirklich Interesse. Bis jetzt haben die Behörden keinerlei Hinweise auf die Identität der Toten, wer sie sind, ob es Zusammenhänge mit anderen Fällen gibt. Sie sagen uns einfach nichts. Der Bürgermeister von Juarez muss ein mutiger Mann sein, denn Verantwortungsträger werden in dieser Stadt massiv bedroht und nicht selten ermordet. José Reyes nimmt kein Blatt vor den Mund und er spricht auch offen die Verantwortung der USA für den Drogenkrieg in Mexiko an. Die Vereinigten Staaten sind in zweierlei Hinsicht Teil des Problems. Einmal, weil sie den größten Konsumentenmarkt für Drogen darstellen und zum anderen, weil sie völlig freizügig die Waffen verkaufen, die dann hier in Mexiko zu solchen Problemen führen. Die Grenze zu den USA. Reporter Martin Alferez überquert sie täglich. Denn er ist mit seiner Familie auf die texanische Seite nach El Paso umgezogen, der Sicherheit wegen. Martin hat die begehrte Green Card bekommen, weil seine Tochter in den USA geboren wurde. Nun pendelt er täglich zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Krieg und Frieden. Und er versucht, seine Verwandtschaft auch in die Vereinigten Staaten rüberzuholen. So wie die Familie Alferez machen es viele, über 70% der Bevölkerung in El Paso sind Mexikaner, meist aus Juarez. Aus Furcht vor den Kartellen ist eine regelrechte Migration in die Schwesterstadt auf der anderen Seite des Rio Grande im Gange. Mit seinem Neffen Arturo macht er in Texas die nötigen Behördengänge, besorgt ihm wichtige Papiere, wie etwa den Führerschein. Er will die Familie seiner Schwester ganz nach El Paso herüberholen, weil er auf der mexikanischen Seite keine Zukunft sieht. Dafür ist er zu sehr Reporter, der den fürchterlichen Drogenkrieg Tag für Tag hautnah miterlebt.
El Paso gilt dagegen als eine der sichersten Städte in den ganzen USA. Man mag das für eine Illusion halten, denn die US-Stadt wird von den Kartellen als Rückzugsgebiet und Ruhezone benutzt. Aber der Alltag in El Paso ist ein ganz anderer wie in Juarez. Hier gibt es nicht täglich blutrünstige Schlagzeilen. Diese Behördengänge sind natürlich sehr langwierig. Das kann dauern, manchmal 6 bis 7 Jahre für eine Aufenthaltsgenehmigung. Meine Schwester muss jetzt noch einmal 6 Monate warten, aber ich bin zuversichtlich, dass in einem Jahr die ganze Familie hier sein wird. Das Leben in El Paso sei einfach sehr viel sicherer, meint Martin auf dem Weg nach Hause. Aber es ist auch sehr viel teurer und deshalb lebt er mit seiner Frau Bertha und den Kindern in einer engen Wohnung. Noch träumen sie nur vom amerikanischen Reihenhaus. Aber den Krieg in seiner Heimatstadt Juarez will Martin seiner Familie nicht mehr zumuten. Es ist doch so weit gekommen, dass Mexikaner in den USA um politisches Asyl bitten, weil sie in Juarez ständig bedroht werden. Und so schneidet er im Wohnzimmer in El Paso für die mexikanischen Lokalnachrichten die letzten Leichen aus Juarez zusammen. Zwischenzeitlich hatte Mexikos Regierung 7000 Soldaten nach Juarez geschickt. Die Stadt war faktisch besetzt, aber die Gewaltwelle tobte weiter. In El Paso reagieren die US-Behörden nervös. Man fürchtet kriegsähnliche Zustände vor der eigenen Haustür. Mexiko befindet sich in einer Situation wie Kolumbien Ende der 80er Jahre, als die Drogenkartelle dort dieses Land beherrschten. Jetzt kämpft Mexiko ums Überleben. Die Grenze zu Mexiko wird von der Border Patrol in El Paso ständig überwacht, seit langem schon wegen der illegalen Einwanderung. Nun kommt noch der Drogenkrieg dazu. Aber die schärfsten Überwachungsmaßnahmen haben bislang nicht verhindert, dass die Drogen tonnenweise in die USA gelangen. Auf der anderen Seite des Zauns in Juarez fährt Reporter Martin Alferez seine Nachtrunde. Die Innenstadt wirkt wie ausgestorben. Früher war das der Rotlichtbezirk. Alle Menschen hier haben Angst. Du kannst jederzeit in etwas hineingeraten, nur weil du am falschen Ort bist. Juarez, das ist eine Stadt in Angst. Dann greift die Polizei noch eine Gruppe von lokalen Drogenhändlern auf und verhaftet sie. Kleine Fische, nichts Besonderes, auch nicht für den Lokalreporter. Die Opfer der Drogenkartelle, so sagt es das ungeschriebene Gesetz in Juarez, tauchen dann am nächsten Vormittag auf. Mexiko bleibt im Würgegriff der Kartelle.